So. Ah, schön. Ja, die alten gerenderten Spiele brauchen immer etwas, bis ob es sie annimmt. So. Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zum traurigen Warcraft 3-2 Stream. Letzte Folge haben wir gezeigt, wie eisern die Allianz verteidigen kann. Und ich glaube mich zu erinnern, dass Orange halt komplett down ist. Und hier geistert halt noch ein Drache rum. Meine Verteidigung brennt. Aber ich weiß, Orange ist tot. Deine Drache stört mich noch. Ich hoffe, dass das der letzte Drache ist. Was darf ich nur? Alles klar. Sie greifen die Stadt an! Das ist nur ein Zeppelin, der hier rumgeistert. Alles klar. Okay, ich habe gespeichert. Alles klar. Ich habe gespeichert. Okay. Denn jetzt wage ich den Schritt in eine Zukunft. Ja, Milord. Rot wird keine Landungstruppen schicken. Das Tempo kann ich ruhig hochdrehen. Oder zumindest vermute ich, dass Rot keine Landungstruppen schickt. Denn sonst hätten sie halt schon Landungstruppen geschickt. Und vorausgesetzt, es kommt kein Drache mehr. Was ich vermute. Dann können wir jetzt hier in Ruhe diese Goldmine abbauen. Das ist doch einiges. Und das ist ein Symbol eines Ogers, ist aber rot. Warum ist hier ein roter Turm? Hm, das ist ein roter Turm. Ihn lasse ich einfach mal vorsichtshalber dort, weil Drache. Genau deswegen. Offenbar gibt es noch Drachen in dieser Welt. Was kein Problem ist, ich habe das Rathaus jetzt stehen. Ich habe noch einen Arbeiter. Komm. Komm. Oh Gott. Hallo. Ja, Milord, alles klar. Ja, Milord. Oh Gott. Hm. Alles klar, alles klar. Ja, alles okay, alles klar. Easy. Wir bleiben im Speed-Modus. Alles klar. Er schickt noch Drachen. Hurra! Hallo! Allerdings langsam. Das ist unser Vorteil. Sehr langsam. Ich habe leider nicht die Ressourcen zur Zeit, irgendetwas anderes zu bauen, außer ein Rathaus. Also wir vernichten einfach mal Orange und schauen, was passiert. Wenn die Türme hier down sind, dann brauche ich theoretisch die Ballista nicht mehr. Das heißt, wenn der Drache ein Prioritätsziel nimmt und es die Ballista ist, dann soll es funktionieren. Wie kommt er? Patrouilliert die Gegend und verschwindet wieder. Ich tippe einfach mal, dass er nicht mehr viel hat. Ich meine, Orange hat genug. Ja, okay.
Vielleicht wäre es klug, das Rathaus hierher zu bauen. Ich meine, hier kommt Dodagon. Sie greifen die Stadt an! Hallo. Du gehst jetzt sofort ein Rathaus bauen. Warum auch nicht? Hallo! Ja, Milord. Alles klar. Ja, Milord. Ich habe jetzt leider keine Balliste mehr, was ein Problem darstellt. Aber... Ja, Milord. Warum auch nicht? Ja, Milord. Ja, Milord. Ich kann theoretisch einfach den hier reinschicken. In der Zwischenzeit Gold holen lassen. Weil der... bringt sicher einiges an Gold runter, bevor das Teil fertig ist. Das hängt davon ab. Ich weiß, es ist schwer einzuschätzen, wie viel Drachen er hat. Weil der Drachendruck hat stark nachgelassen. Das heißt, entweder er baut jetzt Gold von einer sehr weit entfernten Goldmine ab, oder er hat nichts mehr. Und das waren quasi den letzten herum patrouillierenden Drachen. Hallo. Fakt ist, ich muss relativ schnell einen Turm bauen. Milord? Ja, Milord. Einfach zur Verteidigung, einfach Safety ja, first. Warum auch nicht? Nur falls noch Drachen kommen. Ja, Milord. Ich habe auch kein Holz mehr. Warum Wahnsinn. Auch nicht? Alles klar. Maximal Katastrophe. Aber wenn ich Gold habe, dann geht's schon. Verarbeiter bauen. Ich meine, der Turm braucht eh nicht so viel Holz. Ja. Okay. Und das reicht eigentlich an Ressourcen. Was soll das? Viel werde ich da jetzt nicht mehr benötigen. Ja, alles klar. So. Ich habe die Vermutung, dass keine Drachenangriffe mehr kommen. Aber man weiß ja nie. Er kann ja immer noch für Überraschungen gut sein, der Gegner. Hm? Die Mission wird auf jeden Fall heute fertig. Auch wenn das für die dritte Mission echt relativ kritisch ist. Hüterallianz. Weil ich muss dann einen Hafen bauen. Muss ich aufpassen, dass ich hier noch genügend Gold habe. Hier relativ schnell eine Balliste bauen. Und hier mir noch etwas Gold, etwas Öl sichern. Ich meine, ich habe ausreichend für Fern. Aber falls ich mehr benötige für die Zukunft, wäre ich relativ froh, wenn ich etwas mehr hätte. Weiters brauche ich sowieso die Balliste, um hier aufzuräumen. Warum auch nicht? Hier noch ein paar Arbeiter. Weil allzu lange möchten wir auch nicht warten. Einfach hier wieder eine neue Economy aufbauen. Warum auch nicht? So. Eure Majestät, Gebieter, Eure Majestät, was darf ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich weiß, dass Katapulte und Ballisten bessere Reichweiten haben als Schlachtschiffe. Also ich sollte da definitiv keine gröberen Probleme haben. Sind natürlich maximal geforscht, die Ärsche. Ich habe theoretisch mehr Reichweite, allerdings wenn der sofort geil auf meine Ballisten springt, dann hilft das auch nicht. Ich habe theoretisch Greifen. Ja, jetzt patrouilliert er hier. Ich habe theoretisch Greifen. Habe ich das letzte Mal überlegt. Ich baue einfach hier einen Greifenhorst und schicke einfach einen neuen Greifen die Runde. Ging ja auch. So, soll jetzt nicht daran scheitern, dass ich keine Greifen ersetzen möchte. Milord, was soll das? Ja, Milord. Ich kann fliegen! Schön.
Was soll ich tun? Sind wenigstens noch motiviert. So ist die Reichweite ist ungefähr gleich. Das Problem ist halt, er nähert sich heran. Das heißt, er hat ja theoretisch die Oberhand. Aber das ist okay. Ist mir eigentlich egal sein. Kann eigentlich nichts passieren. Es werden keine Drachen mehr kommen. Ansonsten hätte er schon längst einen Drachen geschickt. Das heißt, ich werde vermutlich dieses Forschungsgerät hier nehmen. Obwohl, eigentlich brauche ich es nicht. Ich sollte nicht ungeduldig werden. 4000 Gold sind doch 4000 Gold. Ja, Milord. Ja, Milord. Ja, Milord. So, hier noch die restlichen Turmchen zerlegen. Wo auch immer die restlichen Turmchen sind. Alter Kanonentürme! Die haben manchmal einfach so einen Vektorradius, der einfach widerlich ist. Weil hier schießt er nicht, aber hier schießt er her. Ja, machen wir okay. So, das müsste theoretisch gewesen sein. Alter, der hat halt alles abgearbeitet. Okay, So, schauen wir uns einfach mal das Meer hier an. Das ist eigentlich unser Ziel in dieser Mission. Gott, die ist furchtbar. Zerstören Sie alle Hochbodenfestungen. Okay, das ist gut. Schauen wir uns einfach mal die Karte an. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Natürlich, Pink ist komplett vom Wasser umschlossen, logischerweise. Die Karte kommt bekannt vor. Haben wir nicht einmal so eine ähnliche Mission in der, auf der Hordenseite gehabt? Damals, als wir... Ja, das ist klar. Damals, als wir irgendetwas vernichtet haben. Verräter? Ich glaube, es war ein Verräter. Der Horde. Eine der wenigen Missionen Horde gegen Horde. Ich glaube, es hat sehr ähnlich ausgeschaut. Da waren halt hier ein Haufen Felswände. Die Tatsache, dass ich nur Hochbogen zerstören muss. Schildkröten sind. Ich werde vermutlich niemals Fuß auf diese Landmasse hier setzen. Ein theoretisches Schlachtschiff. Hätten wir die Seeherrschaft, dann wäre es sicher geil. Hätte wir die Seherschaft, wäre es sicher geil. Ich find's cool, dass das übrigens ein Auge ist. Das dunkle Portal steht doch immer irgendwo anders. So, jetzt sehen wir aber langsam mal alles. Was darf ich tun? Und das soll mir eigentlich recht egal sein, was hier steht. Schauen wir mal. Jetzt vernicht du mal den Kanonenturm hier. Geh halt selbst dabei bitte nicht drauf. Ich habe hier gerade einen Blutrausch gehört oder irgendetwas ähnliches. Ah, schau dich an. Ah!
can't touch me. Du weißt halt, die Kampfpötter one-shotten meine Katapulte. Das ist kein Problem, weil ich brauche keine Katapulte, oder? Stört mich halt, dass er eine Fähre hat. Das macht mir Angst. Was soll alles klar? Ich habe einen anderen Plan, der mir helfen wird. Alles klar. Ja, du bist so ein Idiot. Alles klar, Milo. Warum auch ja, Milo? Alles klar. Warum auch nicht? Ja, Milo. Sobald er seinen Platz im Leben gefunden hat, werde ich ihn gratulieren. Erledigt. Hallo! Hallo! Warum auch nicht? Warum auch nicht? Wer hat mich gerufen? Das ist easy, da gehe ich einfach so rein. Ein absoluter badass Move wäre es halt, hier einen Magierherz zu bekommen. Arbeit aus, was soll ich tun? Was soll das? Warum diese Unterschiede? Sehr gerne. Alles klar. Deswegen Magier. Magier sind die besseren Katapulte. Das ist ein Federfest. Es ist, wie schon gesagt, nicht intelligent, so langsam zu arbeiten, aber was soll man tun? Ich kann's halt nicht besser. Ich wette, dass Rot auch nicht mehr die Ressourcen hat. Arbeit ausgeführt. Hallo. Hallo. Okay. Das ist Federvolk. Der Esel der Lüfte. Das ist so grausam. Kann ich hier noch irgendwo Schnelligens mit Magiern machen? Einfach um mir etwas die Arbeit abzunehmen. Bist du einfach mal hierher? Du bleibst hier. So. Hier haben wir noch ein schönes Ziel. Oh Gott, er landet! Soll das versuchen? Zu wenig, zu spät.
Zu wenig. Au, zu spät. Es ist nicht die effektivste Art und Weise, Krieg zu führen. Noch eins. Hallo. Vermaledeit. Ich meine, auch er hat keine Ressourcen mehr. Letztendlich. Und letztendlich muss ich ja nur die Hauptgebäude vernichten. Das Problem ist halt, greifen halten dann nicht so viel aus. Und sie töten sich selbst. Das kann auch passieren. Aber es ist der Schrecken der Lüfter. Die Geißel der Verdammten. Bevor es die Geißel der Verdammten gegeben hat. Ich find's toll, wie du den Turm angreifen willst, der unter dir steht. Deswegen, sie greifen nicht gut. Die Kosten fehlen und ja, töten sich selbst. Aber Rot ist vernichtet. Jetzt bauen wir einfach noch ein paar Greifen, weil die kosten nur Geld. Was soll das? Ja. Kollateralschein. Er hat hier kein Hauptgebäude mehr. Nee. Da hat er auch keine Peons mehr. Nee. Die meisten Peons sind durch den Magier draufgegangen. Flap, 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 flap. Er hat kein Holz mehr, Rot. Das, was Rot hier zu... greifen, töten sie selbst. Schön. Das, was Rot hier besiegt, ist technisch gesehen nur die Tatsache, dass sie kein Holz mehr haben. Und die werde ich jetzt einfach oben reindroppen. Ich meine, die Todesritter können mir Aua machen. Die können mir hart Aua machen. Theoretisch auch hier diese ganzen Wachtürme. Aber hey, es sind 9 Greifen. Was kann schon 9 Greifen töten? Ja, warum auch nicht? Ich hänge schon wieder viel zu lange in dieser Mission. Aber Rot ist komplett waffenlos. Komplett entwaffnet. Hilflos. Und hier flattern wir jetzt sexy von Norden rein. Dunkle Wolken ziehen über das Land. Hier auf die Todesritter. Sind nur Axtwerfer. Bewegt euch nicht. Tötet euch nicht. Danke. Was möchte ich nicht hier hinstellen? Na, jetzt warten wir, bis die Flap-Flap fertig sind, oder? Aber so feige ist die Allianz. Und da ich die Allianz spiele, darf ich feige spielen. So feige ist die Allianz. Unehrenhaft.
So feige sind sie. Flap, flap, flap. So Damage. Ja. Tja. Ich glaube, das müsste das einzige Hauptgebäude sein. Da ist dieser dämliche Drachenhort. Muss ich meinen Typen hierher bringen? Ah, Tatsache. Oh, das ist nicht gut. Aber gut. Ich werde mich mit den wenigsten hier rumärgern müssen. Ich will meine Ballista freuen, weil ich muss hier klären. Ich habe einen Flap-Flap verloren. Mehr Flap-Flap. Viel Flap-Flap. Nein. Nein, geh jetzt rauf. Geh jetzt rauf, danke. Nein. Bewegt euch nicht zu sehr. Das Problem ist, ich brauche die Flap-Flap jetzt noch, um die Seeherrschaft an mich zu reißen. Weil offenbar brauche ich unseren Big Boy hier. Das heißt, ich muss hier quasi eine Öffnung schlagen. Ich meine, das sind nur Kanonentürme, die sind sowieso kein Problem. Es sind einige U-Boote hier in diesem dummen Gewässer. Ja. Die sollte ich halt aufpassen. Aber die U-Boote sehe ich zumindest. Greifen sehen U-Boote. Halt aufräumen. Der Todesritter tun wir. Nicht vergessen, die eigenen Kameraden umbringen. Das ist immer schön. Und jetzt gehen wir Boote jagen. Theoretisch auch Häfen. Ich sollte Häfen zerstören. Weil ich glaube jetzt nicht, dass er viel nachbauen wird, aber man weiß ja nie. Ja, was soll das? Ja, Milo, warum machen wir? Zeitgleich brauche ich meine Balliste da vorne. Die töten sich mal selbst hier. Schön! Gesagt, technisch gesehen sollte es kein großes Problem darstellen. Ich brauche einen Hafen, ich brauche. Habe ich hier nicht einmal Öl verteidigt? Dang it. Ja, soll funktionieren. Ich brauche eine Gießerei und ich brauche eine Fähre. Mehr verlange ich nicht. Ich gehe noch etwas hier patrouillieren. Jetzt räumen wir hier noch den Rest weg. Nur, falls der irgendwie ein Boot sieht, das auf einmal mit allem, was schwimmt, angreift. Ich weiß, er hat Schildkröten und die patrouillieren hier in der Gegend. Ah, eine Gießerei. Ja, wie Lord. Boote.
Das Tolle ist, Kampfpötter kosten ridiculous viel. Und U-Boote auch. Das heißt, von denen wird er nicht mehr viele haben, sobald die alle down sind. Nicht vergessen, greifen, tötet euch selbst. U-Boote sind gefährlich. U-Boote machen brutal viel Schaden. Was für ein Lust darf ich erheulen, nicht mal Lohn nach dir nach Weile, nicht mal Lohn. Captain, auf die Brücke! Gib mir Lohn. So, jetzt speichern wir. Nur die Idioten würden jetzt nicht speichern. Go! Bitte nicht durch die Greifen, Death Zone durch. Das wäre etwas katastrophal. Eine Blockade. Wirklich. Sind wir schon so weit? Danke. Oh. Menschens 17. Ah, endlich. Kapitän. Und drei Orks, natürlich. Alles andere wäre langweilig. Auf nach Draenor. Ist so cool. Die Späher der Elfen vermelden eine schreckliche Nachricht aus Azeroth. Der orkische Schamane Ner'zhul und seine Todesritter haben sich in die königliche Bibliothek von New Stormwind gezaubert. Mit ihrer schwarzen Magie brachten sie den Tod über alle, die sich ihnen entgegenstellten, und entflohen dann in die Nacht mit dem Objekt ihrer Begierde, dem Buch des Medivh. Die Entwendung des Buches bestätigt, was Khadgar bei der Schlacht von Nethergard zu Ohren kam. Nach seiner Überzeugung will die Horde daraus erlernen, wie der große Hexenmeister die Erdspalte zwischen unserer Welt und dem Land der Orks öffnete, das im Buch des Medivh nur Draenor genannt wird. Mit der Kenntnis dieser Zauberkraft wäre die Horde nicht mehr aufzuhalten und würde zahllose Länder erobern. Unsere einzige Rettung besteht darin, nun unsererseits das dunkle Portal zu durchschreiten, um das Buch des Medivh wieder in unseren Besitz zu bringen und sicherzustellen, dass die Horde niemals mehr Azeroth bedrohen kann. Ja, wir führen eine Invasion von Draenor durch. Ist so cool. Sie greifen uns an! Ich habe einen Magier, der nicht Khadgar heißt. Ich habe einen Greif, der kein Bronzebeard ist. Stets zu Diensten. Ich muss ein Schloss bauen, um das zu sichern. Ja, offenbar möchte er wohl, dass ich sehr schnell hierher gehe. Es schaut nicht so schlimm aus, die Mission bis jetzt. Schnapp mir all meine Leute. Muss ich das Teil wirklich verteidigen? Es ist ein gelbes Objekt. Und gelbe Objekte werden normalerweise nicht angegriffen. Eure Majestät, Eure Majestät. Ich glaube nicht, dass ich das Teil verteidigen muss. Eure Eminenz, ja. Denke ich. Dass ich diese Gnome hier, die Demolierzwerge. Ich hab alles. Deine
Hau den Nahkampf von ihm. Ach, Draeno ist so cool. Jetzt mache ich hier mal die Ballisten. Ich muss relativ schnell hierher. Die Tatsache, dass der hier eine Schmiede gebaut hat, heißt, geh da runter, so schnell du kannst. Jetzt retten sie den Hubschrauber nicht umsonst hier platziert. Ballisten sind 4. Magier. Was soll das? Alles der klar. Rest ist Österreich. Übrigens Schafe. Sie greifen uns an. Schnell. Was soll das für den euren? Ich hab noch Leute. Ich muss mit mir Gold haushalten. Du fliegst ganz weit weg, wo du keinen Schaden anrichten kannst. Geh hierher und greif die Bauernhöfe an. Ihr könnt helfen. Eia! Eure Eminenz sehen. Nichts wie weg. Sie wünschen. Ja. Eure Eminenz. Eure Eminenz. So, und verstecken. Die Karte ist nicht allzu groß. Alles safe and sound. Und das Schaf hier ist ein Schaf. Schaf. So. Technisch gesehen muss ich hier einfach nur ein Schloss bauen. So. Bei einem Magier, den stecke ich weiter hinten hin. Dass er mir keinen Schaden anrichtet und nicht kaputt geht. Er könnte noch ziemlich nützlich werden später. Ballisten räumen auf und hier spähen wir mal etwas aus, nicht dass wir böse überrascht werden. Die Mission schaut bis jetzt nicht schlimm aus. Ich habe auch noch keinen Drachen gesehen. Zu meiner Verteidigung, die Drachen sind nicht heimisch in Draeno. Theoretisch durfte es hier keine Drachen geben. Ob wir das damals auch schon gewusst haben, weiß ich nicht. Was soll das? Warum machen wir? Wait a second. Hier haben wir Holz. Alles klar. So. Was von links kommen der Gegner daher? Von rechts haben wir noch weiße Gegner vermutlich. Schauen wir uns mal an, wo diese Gebirgsketten hier entlang laufen. Okay, wir haben 3 Arten von Gegnern. Wir haben rot, gelb und wir haben weiß. Toll! Und wir haben hier nur ein... Eine sehr kleine... Ja, klein nicht, aber eine sehr ungute Position zu verteidigen. Vermutlich einfach wieder ausharren, bis alles vorüber ist. Das ist irgendwie eingraben. Und hier kommen wir irgendwie sexy vorbei. Die muss ich beschützen. Die werde ich zwingend brauchen. Wir haben keine gelben Gegner. Das sind nur Randos, die mir meine Ressourcen verteilen und verteidigen. Ich meine, der Dämon ist etwas, aber von mir aus.
Problem ist halt, ich kann hier nicht wirklich gute und mir Verteidigungslinien aufbauen. Theoretisch gesehen könnte ich mit meiner Starte mir jetzt schon einen Ausfallschlag machen und irgendetwas vernichten. Scheint mir auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen zu sein. Das Problem ist, der forscht schon. Ja, Milord. Warum auch nicht? Ja, Milord. Milord? Was soll eure Tatsache, dass er schon forscht, da heißt, dass ich automatisch schon hinten bin mit Leuten. Das heißt, ich. Ich könnte theoretisch wirklich hier eine Verteidigungslinie herbauen, aber wird dann einfach von unten oder von hier herkommen. Ich sollte vielleicht mal schauen, dass ich hier mal etwas. Ein paar Gebäude in die Reihe bekomme. Du fangst mal an, hier ein paar Bauernhöfe hinzubauen. Eine Kaserne wäre nicht schlecht. Und eine Schmiede wäre auch ziemlich geil. Übrigens, jedes einzelne Gebäude hat eine andere Textur auf Trainer. Hier sieht man zum Beispiel über diese Ranken und eben die Goldminen. Alles schaut anders aus auf Trainer. Und ich finde Trainer halt richtig geil. Also, es ist doch irgendwie total weird, dass man Trainer halt wirklich nur auskosten kann, ne? Wenn man Allianz spielt. Okay, wir haben gelbe Gegner. Weil bei der Horde isst man nicht wirklich viel auf Trainer. Da schlägt man sich einfach aus dieser Tutorial-Szene hinaus und dann ist man hier. Dann ist man halt in Azeroth. Okay, ich bin irgendwie verwirrt, was genau mit Farben auf sich geht, weil hier steht noch ein weißer Turm. Das heißt, es gibt keine weißen Gegner mehr. Gut. Es ist weißer wirklich nur hier unten und hat meine Goldmine belegt. Der Turm geht niemandem im Weg rum. Ich meine, im Namen der Allianz vernichten sie alles und jeden, ist ein sehr klarer Befehl. Ja, Milord. Und ich muss ein Schloss bauen, mindestens. Na Gott sei Dank habe ich genügend Öl. Shield. Hallo. Hier kann ich noch nichts machen, gehe. Bauernhöfe bauen. Alles klar, okay, show me. Bis jetzt schaut die Mission nicht schlimm aus. Rot wird sehr grausam angreifen. In Zukunft. Hier haben wir Schwarz. Okay. Nimmer. Ja. Hier bitte nicht. Falls ihr euch fragt, wirst du deine Elfen aufrüsten? Nein. Ich werde Geld sparen und keine Elfen aufrüsten. Arbeit ausgeführt. Wer rüstet schon Elfen auf? Ich werde niemals einen Elfen an. Wer vertraut Elfen? Ich vertraue keinen Elfen. So. Wir brauchen Holz. Holz! Wir haben einen schwarzen Gegner, das ist wundervoll. Den lasse ich einfach mal hier oben einfach schwarz sein. Schauen wir mal. Schwarz schaut zwar aus, als wir unsere Ressourcen ernten und mit Sicherheit auch angreifen, früher oder später. Aber jetzt nicht wirklich expandieren. Ich denke nicht, dass Schwarz irgendwie einen Drachenhaus bauen wird. Die größte Aggression geht von Rot aus. Ich hoffe auch nicht, dass Rot anfängt mit Drachen nach mir zu werfen. Wie schon gesagt, Drachen sind nicht heimisch in Draenor. Die Drachen haben die guten Orks nämlich in Azeroth angeworben. Und schauen wir einfach mal. Eure Eminenz, mein Herrscher,
herrlicher Gott. Sollte vielleicht ein paar Ritter bauen. Sollte vielleicht Türme bauen. Ja, Milord. Was soll das? Milord ist klar. Warum auch Milord? Was soll ich tun? Ich brauche noch ein paar Bauernhöfe. Ich meine, ich habe jetzt einiges an Leuten verloren. Ha, fein. Angenehm. Stationäre Verteidigung ist so super. Macht Damage, kostet keine Ressourcen. Ja. Ein Traum. Stationäre Verteidigung. Okay, warum auch nicht? Die Gegner sind nicht groß oder stark, jetzt verglichen mit der letzten Mission. Also wir haben hier ein paar kleine Basen. Ich hoffe halt nicht, dass die auf die Idee kommen, halt Drachen zu bauen. Ich glaube es nicht. An sich schaut mir die Mission jetzt nicht so schwer aus. Technisch gesehen könnte ich mit einer Startarmee. Mal schauen, ob der überlebt. Theoretisch könnte ich mit einer Startarmee einfach eine von diesen zwei Basen zerlegen. Mit Sicherheit. Wie gesagt, die größte Aggression geht hier jetzt von Rot aus, also. Wichtig ist, dass wir halt forschen. Mein Herrscher, die Allianz. Zu Befehl. Wichtig ist, dass wir relativ schnell ein Schloss bekommen. Das heißt, ich brauche einen Stall. Warum auch nicht? Ihre Order? Ihr Wünsche, zu Befehl. Ja. Mein Herrscher, nichts wie weg. Nichts wie weg. Aggro ist rot einmal. Das wissen wir. Ihr Befehl? Aggro ist rot einmal. Ist nicht so schlimm, dass man es nicht kontern könnte, aber. Es sind keine Drachen, ne? Alles klar. Mir fehlt da Katastrophalholz. Was soll das? Ja, Milord. Zu den Silo, warum auch nicht? Warum nicht? Und Forschung. Mir fällt Forschung. Milord? 1400. Ja, Milord, alles klar. Was soll ich tun? Was soll das? Ja, Milord, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ich meine, sobald ich hier ein paar Türme habe, soll es gehen. Stelle ich hier noch einen her irgendwo. Dann sollten die meisten von den Gegnern abgefangen werden. Ich sehe das Hauptgebäude. Und solange er nicht auf die Idee kommt, das Hauptgebäude aufzurüsten, weiß ich sehr gut, ich sehe die Goldmine, weiß ich sehr gut, dass er keine Todesritter schicken wird. Die Tatsache, dass Schwarz lustig ist und sagt, ja, ich schicke nur Drachen. Okay, von mir aus. Ich habe gehofft, aber ich habe jetzt nicht gesagt, ich rechne damit, dass keine Drachen kommen. Das heißt, ich bin froh, dass ich Turm habe. Zwei Türme besiegen einen Drachen. Theoretisch besiegt ein Turm einen Drachen. Ich habe auch noch einen Greifen hier. Ja, ich muss unbedingt hier einen Turm bauen. Okay. Ich weiß, wie Schwarz tickt. Ich kann mir theoretisch genau ausrechnen. Ach du Scheiße! Ja, Milord. Ja. Ja, Milord. Ja. Ich kann mir theoretisch ausrechnen, wie viele Drachen er mit 150.000 Gold schickt. Möchte ich mir das ausrechnen? Nein!
Oh Gott. Ich weiß ja nicht, ob ich das ausdauern kann. Das ist viel Schotter. Ja, ja, alles klar. Du bist halt, der Weg auch rauf ist halt auch nicht wirklich einfach zu bewältigen. Dann hat der Herde doch auch Leute. Ob er forscht, weiß ich nicht. Wenn er seine Goldressourcen für andere Shenanigans verschwendet, dann soll es das sein. Das soll noch nicht. Ich habe 60.000 Gold, ich habe 120.000 Gold. Ja, ja. Ah, gib mir bitte. Zu Diensten. Ich hatte hier mal einen Stall. Lord. Ja, Lord. Betonung liegt auf, ich hatte einen Stall. Dass wir Pee uns rumgeistern, gefällt mir nicht. Wo rennen die hin? Hey. Ich meine, die Goldmine sollte safe sein. Und ansonsten kann ich die immer noch erobern. Offenbar ein Wegfindungsproblem. Ich möchte hier gern solche Turmbündel bauen. Einfach um Drachen besser in Angriff nehmen zu können. Weil ich tippe jetzt einfach mal ganz sexy, dass Schwarz nur mit Drachen angreifen wird. Was natürlich folglich etwas unangenehm ist. Aber kann man sich ja auch nicht aussuchen, ne? Als ob in Addon zu Warcraft 2 eine Mission ohne Flugeinheiten möglich wäre. Ah, da kommen die nächsten. Okay, wie schaut's aus? Ich erkenne, dass wir von der einen Seite permanent. Oh Gott, ich muss hier den Turm haben. Von der einen Seite waren permanent mit Bohnenheiten angegriffen. Easy. Easy. Komm her. Was soll ich hier? Erledigt, Milord. Milord? Ja? Ja, das Problem ist halt, er schickt halt hier auch immer ein Katapult mit. In eurem Namen. Eure Majestät für dich. Ja, alles klar. Hallo. Milord, alles klar. Ja, Milord, okay. Das darf ich nicht zulassen. Dass der Typ da drüben. Was soll das? Okay. Dass der Typ da drüben ein Hauptgebäude baut, darf ich unter keinen Umständen zulassen. Das muss verhindert werden. Ich muss zwingend. Ich muss zwingend verhindern, dass der da vorne Gold abbaut. Ich weiß, ich werde diese 60.000 brauchen. Zwingend. Was soll ich tun? Besonders weil ich mir gerade die gute Idee genommen habe, einfach gleich zu gewinnen wie in der letzten Mission. Das bedeutet, ich werde einfach großartig sein und mit Greifen angreifen. Das soll ja eine Ehre. Ich kann nicht wirklich was gegen Dämonen machen. Eure Majestät.
Was soll ich tun? Gebieter, wir dienen den Schoen in die Stadt. Sie greifen die Stadt an! Was ja. soll das? Wie Sie wünschen, ja. Was soll das? Ich meine, wenn er immer zwei Drachen schickt, soll das? Dann soll es so sein. Wenn die Balliste hier gefällt mir. Die gefällt mir hier wirklich. Ja, warum auch nicht? Ja, natürlich, er wird nicht von Dämonen angegriffen. Ich habe keine Flugabwehr. Ja, sie wünschen sofort. Ja, ja, Milord. Ja, Milord. Ja, Milord. Ja, Milord. Das ist ein Problem. Vor allem, wenn der Typ auf die Idee kommt, ja, ich möchte gern öfter hier ein Hauptgebäude hersetzen, dann kann das ein kritisches Problem sein. Ich muss verhindern, zunächst mal, dass die Dämonen mich angreifen und stirb dem Dämon. Fall dem Dämon zu Opfer. Wie er einfach nicht stirbt? Einfach kommt. Bleibst mir hier. Was, wenn ich dann noch eine Balliste verliere? Zumindest ich muss hier halt wirklich schnell handeln. Ist Dämonen sind Flugeinheiten. Eure Majestät, euren Namen. In euren, euren Namen. Schon unter Schon unter. Das heißt, ich werde. Ich glaube nicht, dass ich den Dämon in meine Türme baiten kann. Euren, euren Namen. Was ein Problem ist. Leider Gottes mehr Holz. Gold schaue ich hier zur Zeit nicht so schlecht aus. Ich muss halt aufpassen, dass er hier kein Hauptgebäude mehr hinsetzt. Die eine Balliste ist mir eigentlich ziemlich egal, aber ich meine, es sind nur Skelette. Sonst würde ich einfach die Skelette mit meiner Balliste wegbomben. Ich weiß, wie ich dem Abhilfe schaffen kann und es gefällt mir zwar nicht, aber ich muss diesen Dämon töten. Ich muss nur nicht den Magier einsetzen für das. Ballista soll helfen. Ich muss diesen Dämon töten. Wenn der weg ist, ist alles okay. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit einem einzigen Elfenbogenschützen. Sie greifen die Stadt an! Ja, ja, genau, ich habe vergessen, dass er immer Katapulte mitschickt. So. Mein Herrscher? Sie wünschen, wie Sie wünschen. Milo. Ja, Milo. Solange er kein Gold abbaut, ist es mir wurscht. Und ich baue dann einfach hier Türme her. Und fertig. Sag, eck mich. Und der greift jetzt hier an. Nicht zu nahe. Dann bleibt nur der Liste. Ich weiß nicht genau, wie weit der Dämon denkt. Er möchte gern angreifen.
Wir schauen uns jetzt den Sweet Spot an. Heilt er sich? So, dann bekomme ich zwei Schüsse rein. Da Dämonen Einheiten sind, die nicht gebaut werden können. Okay, das machen wir jetzt noch zweimal und fertig. Ein Bogenschütze besiegt einen Dämon. Nice Trade. So. Gut. Ich brauche einen Arbeiter und ich brauche Türme. Ich weiß nicht, wie geil er auf diesen Spot ist. Und zwar im Sinne von, ich greife hier an. Bisschen weg. Es ist halt mehr oder weniger jetzt ein Proxykrieg. Du hast angegriffen von. Oh, weiß ich. Ja? Ja, Milord. Sie greifen die Stadt an. Ja, ja. Sofort, ja, Milord. Ja, sofort. Wie Sie wünschen. Ich meine, ich weiß, dass sie meine Türme gewinnen. Milord? Ja. Ich mag's halt nicht. Wenn das passiert, was hier gerade passiert. Das ist nicht gut. Wie Sie wünschen. Das bedeutet nämlich, ich muss halt wirklich verhindern mit Leuten. Mit einer Armee verhindern, dass das passiert. Gut, diese Idee ist katastrophal gescheitert. Weil er denkt natürlich, er muss immer über diese Goldmine angreifen. Ja, wie Sie wünschen. Wie Sie wünschen. Toll. Okay, nächster Plan. Ja, ja. Ich lasse meine Leute sofort. Einfach hier. Ja, Milord. Sofort. 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 Das wird von mir einiges an Leute kosten. Ja, Milord. Sofort. Ich finde das echt dumm vom Missionsdesign aus. Ja, Milord. Dass Schwarz so eingebaut ist, dass der sofort expandiert. Aber sofort. Ja, Milord. Ja, das ist alles rot, dass er immer Ballisten mitschickt. Gott, was ist das für eine dumme Mission? Die greifen uns an. Solange ich keine Paladine habe, habe ich vor allem keine Heilung. Ich brauche nicht mehr Arbeit, ich habe viel zu wenig Ressourcen generiert. Und ich verliere alles, was ich habe. Ich hasse diese Mission. Ich hasse alle Missionen in diesem Spiel. Ich brauche mehr Holz, ich brauche mehr Gold, ich brauche mehr alles. Und er klaut mir hier mein Gold weg, was ich unbedingt verhindern muss. Ich brauch zwingend ein Schloss. Ich brauch unbedingt mehr Holz, Mann. Zu euren Diensten, Milord. So. Jetzt bringen wir einfach mehr Wärter mal in meine Leute. Zu Diensten? Was soll das? Ich brauch mehr Holz. Alles klar. Ich muss meine Magier Viable bekommen, weil ich brauch mehr Greifen. Der ist hier erst 20.000 flat. Ich möchte gern die Goldmine hier verteidigen. Zu euren Diensten. Was soll das? Ich hätte gern Paladine. Eure Paladine. Du siehst, dass ich brauche Holz, um Paladine zu bauen. Ich brauche Holz, um meine Türme zu reparieren. Aber jetzt habe ich es bald. Warum ist der greift hier mit der nächsten an? Streit macht jetzt an. Warum auch nicht? Ich meine, Verteidigung ist kein Problem. Meine Verteidigung halt. Meine Leute sind besser geforscht. Die sind bald Level 5. Easy.
Easy. Hier kommt das Katapult. Ich meine, theoretisch jeder P und er stirbt, sind so 400 Gold von ihm weg. Oder? Das ist halt so die Economy, auf der ich aufbaue. Wir sind jetzt schon 5 Minuten über der Zeit. Also ich werde einfach Ritter bauen. Die Leute idealerweise vernichten, bevor sie in die Mine gehen. Ich frage mich, warum der die Peons hier runterschickt. Das ist weird. Der hat hier eine. Der hatte die prallste und dickste Goldmine, die existiert. Im Spiel. Einzig und allein, dass er schön seine 5 Millionen Drachen schicken darf. Warum der jetzt schon geil auf eine Expansion ist und so viele Peons schickt. Zum Expandieren. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Woher der seine Motivation bekommt, Milliarden Peons hier runterzuschicken. Ich meine, der hat hier immer noch 100.000 Gold. Und ich bin hier bald auf ein Drittel down. Ich habe mittlerweile ein Schloss, Gott sei Dank. Brauche unbedingt eine Kirsche. Und Paladine. Dann habe ich etwas besseres Money. Okay. Gib mir den König. Natürlich, das Ballisten-Upgrade wäre nicht schlecht. Hier kommen wieder die angreifenden Dudes. Ich muss meine Balliste in Sicherheit bringen. Nun, wenn ich Paladin habe, nämlich die. Ja, okay, Balliste ist down. Das ist leider Gottes doch zu weit weg. Ich brauche unbedingt einen Magieturm. So ist halt, ich brauche meine Leute. Oder schicke kein Katapult mit. Schon unterwegs. Kann es sein, dass der Gegner irgendwie wirklich so einprogrammiert ist, meine Strategie zu countern? Die 60.000 Gold hier sind eigentlich überlebensnotwendig für mich. Ich werde es jetzt aber bald lassen. Weil technisch gesehen habe ich Fuß gefasst und technisch gesehen gewinne ich. Es ist nur ein zeitaufwendiger Prozess. Und es stehen immer noch genügend Leute. Und genügend Leute von mir. Hier Holz zu fällen ist zwar etwas unangenehm, aber. Kann man durch, oder? Zu euren Diensten. Ich brauche ja einen Bauernhof. Alles klar. Milo, es soll das. Es soll ja, Milo, auch nicht. Es ist Multitasking. Relativ viel Multitasking. Es soll klar, Milo. Ja, alles klar. Arbeit ausgeführt. Ach, Halleluja. Natürlich war es das mit der Dankbarkeit. Ja, wir geben dir einfach voll geforschte Paladine. Nö, deine Paladine haben jetzt wieder alles verlernt. Deswegen bekommst du jetzt wieder billige Noob-Paladine, die du erst einmal Heilung beibringen musst. Ich meine, wenn ich meine Streitmacht mal habe, geht's. Gott sei Dank sind Paladin die schnellsten Einheiten. Wohneinheiten. Exorzismus brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich. Weil Magier sind mobiler als Ballisten. Und Magier können mir diesen Turm hier einreißen. Und dann den hier. Ja, ich glaube, ich hab's langsam. Ich glaube, ich speichere jetzt und lasse es für heute. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Furchtbare Mission. Katastrophal. Unfaire Gegner. Ich hasse Blizzard.
Aber das war's für heute. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch, wie ich mich hier über diese Missionen quäle. Aber letztendlich gewinne ich halt doch irgendwie. Was war's grundsätzlich für heute? Ich streame morgen wieder D&D um 18 Uhr. Hoffentlich. 18 Uhr. Um 6. Schaltet ein, wenn es gefällt. Und würde ich sagen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dämliche Orks.